ihr sicherlich mitverfolgen konntet, begann unsere Reise in Rumpott. Nach Dünkirchen, Dieppe, ging es über den Ärmelkanal nach Eastbourne in England. Den ganzen Juli 2017 tingelten wir die Südküste Englands entlang nach Mylor bei Falmouth. Der Sprung von Englands Südspitze nach Roscoff brachte uns wieder auf den Kontinent. Im August besuchten wir die Bretagne und die Channel Islands. Heute nehmen wir euch mit von Alderney bis nach Honfleur. Halb acht. Wir sind hier in diesen Races zwischen Cap de la Hague und Alderney. Tee trinken ist gar nicht einfach. Wir sind gerade mal anderthalb Stunden unterwegs. Jetzt kam mal wieder einer. Hier möchte ich also nicht sein, wenn mal richtig Wind und Welle gegeneinander stehen, dann ist hier der Teufel los. Da sind wir. Sieht aus, als wenn das Öl wäre. Das Wasser hat eine Strömungsgeschwindigkeit von ungefähr 6 Knoten. Das Seegebiet zwischen den Kanalinseln ist bei den Seefahrern berüchtigt für die starken Strömungen und den dadurch verursachten Seegang. Der englische Ausdruck races beschreibt hier die Möglichkeit, sich die Strömungsgeschwindigkeit zunutze zu machen und so die eigene Geschwindigkeit des Schiffes deutlich um die Strömungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Aber wehe dem, der zum falschen Zeitpunkt an diesem Ort ist. Cherbourg gehört zur Normandie. Aus Überlieferungen geht hervor, dass Cherbourg bereits in der Römerzeit im 4. Jahrhundert befestigt und eine bedeutende Urbanisation in der Gegend war. Im Juni 1944 wurde die Stadt im Rahmen der Landung in der Normandie Schauplatz der Schlacht um Cherbourg. Heute ist der Hafen immer noch ein bedeutender Marinestützpunkt in Frankreich. Vorne ist der große Wartesteiger. Bei viel anderen kann man da sich zunächst hinlegen. Und hier ist die Einfahrt. Ein 30 Meter langer und 13 Meter breiter Katamaran erweckt unsere Neugier. Er fährt ausschließlich mit erneuerbarer Energie, erzeugt durch Wind und Sonne. Musik 2010 waren wir schon einmal hier in Cherbourg. Heute wollen wir uns einmal das Museum Le Cité de la Mer ansehen. Es befindet sich auf dem ehemaligen transatlantischen Hauptbahnhof von Cherbourg. Das Museum wurde 2002 eröffnet. Es besteht eigentlich aus drei Teilen. Zum einen wird die Geschichte der Tiefseeforschung durch tolle Exponate dargestellt. Ein liebevoll gestaltetes Aquarium zieht jeden Besucher in seinen Bann. Die bewegte Vergangenheit der Transatlantikfahrer wird hier lebendig, zumal die Titanic hier vor ihrem Untergang anlegte. Die Redoutable, das erste französische Atom-U-Boot, wurde nach 20 Jahren 1991 außer Dienst gestellt. Nachdem der Atomreaktor ausgebaut wurde, kann man das U-Boot jetzt besichtigen. Es beschleicht uns ein merkwürdiges Gefühl aus Bewunderung der Technik und aus Angst vor einer atomaren Katastrophe. Atomkraft ist im Ernstfall für uns Menschen nicht beherrschbar. Am 28.08.2017 verlassen wir Cherbourg,
nachdem sich der Frühnebel etwas verzogen hat in Richtung St. Vaart. Für die 30 Seemeilen bis St. Vaart benötigen wir dank Dieselwind und Tidenstrom nur knapp 3,5 Stunden. Chabour liegt Achtern aus, wir haben getankt und sind jetzt hier auf dem Weg nach St. Vaart. Und wir haben ständig das Problem, dass wir da mit diesen Bojen hier kämpfen. Das sind diese Fischerbojen. Die sind ganz ekelhafte Teile. Wenn man da drüber fährt, dann fängt man sich da so ein Netz ein. Wir fahren durchs Wasser 5,7 oder 5,8 Knoten. Und über Grund sind das 10,23 Knoten los. Wir haben nur momentan überhaupt keinen Seegang, nichts, gar nichts, weil seit Tagen ja kein Wind war. Und dadurch ist das hier wie so ein aufgequirlter Ententeich. Schön durchzufahren, es schuppelt manchmal so ein bisschen hin und her, aber die Geschwindigkeit ist extrem. Mit 10,5 Knoten rauschen wir hier an diesem Seezeichen vorbei. Wir nähern uns St. Vaart und haben schon im Dunst erkennen können, dass einige Segler da rauskommen. Wir hoffen, dass unser Plan aufgeht, dass eben heute am Montag, wo in England noch Feiertag ist, viele Engländer auslaufen, um wieder nach Hause zu gehen und wir dann dadurch schön Platz da drin haben. Ich bin gespannt, ob das stimmt. Unsere Vermutung war genau richtig. Der Hafen von St. Vaart ist ziemlich leer und wir können uns einen Platz am Gästesteiger aussuchen. St. Vaart-la-Hac ist ein Seebad an der Nordostküste der Normandie in der Landschaft Val de Serre. Der Hafen wurde im 19. Jahrhundert gebaut. Bis 1982 war er zur See hin offen und bekam dann erst ein Doppeltor. Wir können nur bei Hochwasser ein- und auslaufen. Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man bei Ebbe vor dem Tor kein Wasser hat. Die vorgelagerte Insel Tatihu kann man bei Niedrigwasser zu Fuß, ansonsten mit einem speziellen Amphibienfahrzeug erreichen. Auf der Vogelinsel gibt es einen botanischen Garten, ein Marinemuseum und den berühmten Turm zu bewundern. Wir entscheiden uns heute zu einer Radtour um die Festung La Hague. Laut Tourbeschreibung führt der Radweg außen um die Festungsanlage herum. Dass man hierzu hochsalatistische Fähigkeiten haben muss, stand da allerdings nicht. Austernzucht ist ein wichtiger Erwerbszweig der Gegend. Circa 250 Hektar Austernbänke fallen bei Niedrigwasser trocken. Die Bucht von St. Vaart ist die älteste Austernzuchtregion der Normandie. Um nicht zu hungrig die Spezialitätenläden in St. Vaart aufzusuchen, genehmigen wir uns erst einmal nach unserem waghalsigen Trial-Abenteuer ein paar Austern. Auf unserem Rundgang entdecken wir einen Laden, der sich wohl auf ausgefallene kulinarische Dinge spezialisiert hat. Exotische Weine, Spirituosen, Kaffee und vieles mehr. Das besondere Ambiente dieses Ladens fasziniert uns sofort. Es macht unglaublichen Spaß, hier einzukaufen. Seespinnen. Das erste Mal, dass wir die haben. Und wir sind selber sehr gespannt, wie die schmecken. Wir haben außerdem hier einen total leckeren frischen Salat, einen wunderbaren Muscadet, die unglaublichen Seespinnen und wir haben hier noch vor allen Dingen etwas,
Das ist ein Fischpastete. Fischpastete aus drei verschiedenen Fischsorten. Und da sind wir natürlich auch mal total gespannt, was das ist. Also jetzt lassen wir uns das erstmal schmecken. Auf unserem Abendspaziergang besuchen wir die Kapelle der Seefahrer. Es ist der Chor der 1864 abgerissenen Stadtkirche. Die romanische Rundapsis stammt aus dem 11. Jahrhundert. Das Amphibienfahrzeug wird über Nacht einfach auf dem Parkplatz der Marina abgestellt. Am Abend stecke ich noch den Kurs für den morgigen Schlag nach Honfleur ab. 60 Meilen, ca. 11 Stunden, Strom aber gegen an. Hier ist es das erste Mal auf unserer Reise, dass wir es nicht hinbekommen, mit der Strömung zu fahren. Saint-Vaast kann man nämlich nur bei Hochwasser verlassen. Um 6.30 Uhr steht gerade noch genug Wasser über der Ausfahrt, dass wir den Ebbstrom über dem Flach draußen nutzen können. Guten Morgen! Guten Morgen! Tee! Schaukelt! Oh ja! Frühstück ist fertig. Mittlerweile unter Vollzeug. 120 Grad kommt der Wind. Super, super schönes Segeln. Leichte Welle von hinten. Macht richtig Freude. Wir laufen 6,5 Knoten. Zwischen 6 und 6,5 Knoten der Wind. Bei 14 Knoten, zwischen 10 und 14 Knoten, das ist eigentlich unsere Windstärke, die wir so brauchen. Und es macht richtig Spaß. Es ist richtig schönes Segeln heute. In der Seine-Mündung passieren wir viele Frachter vor dem Hafen von Le Havre. Le Havre ist ein Tiefwasserhafen, den auch die größten Schiffe anlaufen können. Honfleur liegt an der Seine-Mündung in den Ärmelkanal. Die französische Gemeinde gehört zum Departement Calvados in der Normandie. Immer wenn wir in einen uns unbekannten Hafen einlaufen, steigt der Adrenalinspiegel unweigerlich an. Erleichtert stellen wir heute fest, dass sich die Nachsaison bereits deutlich bemerkbar macht. Vor ein paar Wochen war es hier kaum möglich, einen Liegeplatz zu ergattern. Heute haben wir die freie Auswahl. Wir sind in Honfleur angekommen, einen tollen Liegeplatz bekommen, direkt hier draußen. Nicht in die Stadt reingefahren, sondern wir liegen hier vor der Stadt. Da ist ein Gastliegeplatz. Nach dem ersten Rundgang durch den Ort wird uns sofort klar, warum alle Honfleur so lieben. Es ist unbeschreiblich schön hier, besonders in der Nachsaison. In der folgenden Episode 6.2 Teil 2 zeigen wir euch dieses Traumziel ausführlicher und nehmen euch mit auf die letzte Etappe unserer großen Reise bis Rumpott. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund und uns gewogen. Empfehlt uns weiter. Eure Mola Molas.